Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Hexerfreunde. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit The Witcher 3. Ja, und wie ihr seht, habe ich eine kleine Bootsreise gemacht, denn ich hatte keine Lust, diesen weiten Weg zu einem Schnellreisepunkt zu laufen. Und zwar waren wir ja hier oben irgendwo und hier lag eben ein Boot. Das habe ich mir geschnappt und bin dann per Schnellreise zu diesem Hafen hier gereist, der relativ in der Nähe ist von Kredenfels. Wobei auch hier ein Schnellreisepunkt ist, den wir ja mal ansteuern können. Wir sollten vielleicht nicht zu dicht hier ran, sonst machen wir das Boot wieder kaputt. Also steigen wir einfach mal aus hier. So. Wo habe ich jetzt diesen Schnellreisepunkt gesehen? Da. Ups. Musste mich so erschrecken. Sind wir schon mal lang gegangen? Zwischen diesen ganzen Toten? Wahrscheinlich. Guck mal, da steht eine Kiste da unten. Die haben wir bestimmt schon mal geplündert. Ja, wobei, das haben wir nicht geplündert. Eieieiei. Krasse Sache. Keine sehr nette Gegend hier gerade. Na gut, so, hier ist unser Schnellreisepunkt. Den nutzen wir. Ich weiß, dass hier eine Menge Fragezeichen in der Nähe sind. Ich gucke mal kurz. Ja, hier sind wirklich eine Menge Fragezeichen in der Nähe. Aber da möchte ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich möchte jetzt endlich mit der Hauptquest endlich fortfahren. Und deswegen begeben wir uns nach Kredenfels, wohin wir jetzt eine Schnellreise machen werden. Nämlich dorthin. Sie sind so vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Leider ist der Baron ja in unserem Durchgang gestorben, beziehungsweise hat er sich erhängt. War es schwer, das Untier zu erschlagen? Ich wünsche euch die Pocken. Wir könnten ja mal ein Gespräch mit Jorna führen. Wir haben ja diese Schmiede gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war mit dieser Quest. Also gut, gib mir die Münze. Aber wir reden einfach mal mit ihr. Wer ist jetzt hier eigentlich der Boss? So, hier müsste Jorna sein. Mit der reden wir mal. Was kann ich für dich tun? Du hast einen interessanten Akzent. Okay, wir müssen nicht mit ihr reden, sondern mit dem Schmied hier. Mit Fergus. Wie kann ich helfen? So, genau. Wir haben das Werkzeug. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Was geht denn jetzt? Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr zu. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's.
Was meinst du damit? Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Mhm. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Tja, dann sollten wir die Säure mal holen. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Okay. Besorge die Säuredrüse eines Greifen. Wir schauen jetzt aber erstmal ins Questlog. Ja, können wir machen. Sollten wir aber vielleicht kurz noch aufs Anschlagbrett gucken. Wenn es da wirklich einen Auftrag für gibt. So, Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistung wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Miesetäter ausgeteilt. Georg von Schrein, Sten Brottus, Brottus der Ältere, Mussi Harlin. Möge dies als Erinnerung dienen, dass die fütternde Hand auf widerspenstige Untergebene auch strafend einwirken kann. Unsere Heidelbeer ist gestorben. Meine Tochter Heidelbeer, eine liebliche Maid und unser Augapfel, starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wie wer ihr einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchte, tu es dort, Butkins. Traurig. Auftrag, Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf, frag nach Sobemir dem Ältesten. Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Borgwache um neue Rekruten zu ergänzen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeignete Person unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder einen entsprechenden Gegenwert erbringen. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich den Daumen abschneiden, sollen als Lektion und Schandmal beide Hände abgeschlagen werden. Geil. So, Greif im Hochland, das wird unsere Quest sein. Lest ihr dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen wollt und eure Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie ihr Unwesen. Vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und den Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, einem Greifen entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr jämmerliches Leben beenden können. Quartiermeister von Krähenfels. So, hier ist noch ein Hexer gesucht, der die Monster, die sich in dieser Gegend herumtreiben, aufspürt und vernichtet. Ja, das machen wir ja. Während der Zeit, die für die Ausführung dieses Auftrags notwendig ist, erhält besagter Hexer Unterkunft und Verpflegung in der Hütte des Dorfältesten. Kosten werden von der Endbezahlung abgezogen. Nachricht vom Dorfältesten von Lindenthal. So, Auftrag der Bestie von Ehrendorf. Ne, lesen wollte ich das nicht nochmal. Aber verfolgen wollte ich das. Ne, das gar nicht. Das wollte ich nicht verfolgen. Ich wollte diesen Auftrag verfolgen. Der Greif im Hochland. So, dann schauen wir mal auf die Karte.
Tja, das war's dann mit dem Thema, wir wollen die Hauptquest machen. Und da müssen wir also hin. Ich würde sagen, das machen wir sofort mal. Woher kommst du? Denn ich bin jetzt natürlich neugierig auch, wie es jetzt weitergeht mit Joanna und Plötze. Mit Joanna und dem, dem Namen vergessen, Meisterschmied. Plötze. Dieser verfickte Kater. So, dann gehen wir auf den Weg, Kollege. Schneller. Wir haben es ein bisschen eilig. Wir müssen einen Greif erschlagen. Was ist denn hier? Warte mal. Ist alles klar bei dir? Okay, ich kann die Dame nicht ansprechen. Wer hat gerade meinen Namen genannt? Also kein Blitzschlag. Was war Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Den Stall des Barons niederzubrennen. Lassen wir das. Geriet dem Baron das Blut in Wallung und unser Blut wird hier wallen, wenn wir nicht bei Sonnen. Du kommst hier ist ein Händler. Mir die Birne. Ja, ja, ich weiß, Plötze will hier nicht so schnell rüber. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. So. Und vielleicht probieren wir das jetzt mal aus. Vielleicht können wir den Greif erschlagen ohne irgendwelche Hilfsmittel. Wobei, jetzt haben wir das Essen da gerade, ne? Ich weiß nicht, ob das als Hilfsmittel gilt. Aber sollte eigentlich nicht, oder? Weil ich kann das jetzt ja auch nicht einfach ausmachen. Das kann ich jetzt nicht einfach mit einem Absud oder so oder irgendeinem Trank abschalten, wie die Katze. Boah, jetzt musste ich hier ausgerechnet in dem Moment, wo ich an den Banditen vorbeigeritten bin, musste ich niesen. Verdammte Axt. Das klappt ja hervorragend. Sei ja Schnauze voll. Gar nicht so einfach. Also, der berittene Kampf ist ein Krampf. Bist fast am Ende, was? Glaube nicht. Kann ich ja nicht auch ein Zeichen einsetzen? Naja, geht glaube ich nicht. Alter, ich erwisch den nicht. Okay, der Kampf auf dem Pferd ist krampfig. Sei Schnauze voll. Oh, Arschloch. Was hast du nun davon? Plötze? Ja. Ist das auch ein Bandit? Sind das Banditen? Lass ihn nicht zu Atem kommen! Oh, jetzt bist du dran. Du Dreckshexer! Gib dir gleich Dreckshexer. Dreckiger Bastard! Ach, hör auf zu labern. Pass auf, jetzt probiere ich nochmal den jetzt so runterzuholen. Klappt nicht, wie ich mir das vorstelle. Oh, was? Ganz ehrlich. Der hat mich doch gar nicht getroffen. So. Lohnt sich das überhaupt, die zu looten? Kampf auf dem Pferd ist auf jeden Fall krampfig, muss ich sagen. Das ist nicht Plötze. So, weiter geht's. Weiter so, Plötze. Jetzt haben wir hier ein paar Pferdeherren losgemacht. Ja, ich bin irgendwie auf dem falschen Weg. Stell ich gerade fest. Ne, ich habe keine Lust auf euch.
Auf Wölfe habe ich jetzt keine Lust. Komm, gibt es hier keinen Weg? Da ist ein Weg. Mach langsam. So, plötzlich lassen wir mal hier stehen. Kein unbedingt guter Ort, um gegen einen Greif zu kämpfen. Ja, hier hat es gerade schon geleuchtet. Ist aber wieder weggegangen. Da, guck mal. Eine Spur. Kann ich hier nichts... Doch, hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Ja, offene Gelände wäre schon gut. Also wir müssen jetzt doch wieder in den Kreis, wie es aussieht. Oder? Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Okay. Hm. Offenes Feld, hat er gesagt. Ich bin mir gerade nicht schlüssig, wo wir hin müssen. Oh, hier ist noch was. Aufgerissener Bauch, klaffende Wunden. Das waren Klauen. Ich glaube, wir waren da oben schon richtig eben. Wo ich hier der Spur gefolgt bin. Denn da sehen wir offenes Feld. Aber die Markierung ist immer noch da. Das macht mich wahnsinnig jetzt hier, ne? Vielleicht muss ich hier nochmal untersuchen. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, und wir probieren es jetzt einfach mal. Ich könnte vorher... Naja, meditieren brauchen wir jetzt nicht. Wir probieren einfach mal den jetzt ohne irgendwelche Hilfsmittel zu... Da ist er. Einfach so aufgetaucht. So, das sollte ich benutzen dürfen. So, da ist der Kollege mal runtergekommen. Welches Level hat er? 26. Also ich darf keine Zeichen einsetzen oder so. Ist das überhaupt ein Auftrag? Ja, es ist ein Auftrag. Das sollte gehen. Wow. Eieiei. Darf ich Tränke einsetzen? Also jetzt eine Schwalbe oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Das dürfte ja sonst echt ein bisschen kritisch werden. Alter! Ich glaube, ich muss eine Schwalbe einsetzen, weil sonst bin ich gleich tot. Alter Schwede. Ich hoffe, dass Tränke nicht damit gemeint waren. Also Schwalben zumindest. Ich bin ja schon wieder gleich tot. Warum? Ich bin vergiftet, kann das sein? Ey. Der hat uns vergiftet. Da habe ich mir hier gerade den falschen Gegner ausgesucht, um solche Sperenzen zu machen. Aber ich habe jetzt echt schon das Gefühl, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr geht, weil wir die Schwalbe genommen haben. Das ist aber auch groß. Das war jetzt nicht sehr günstig, was ich gemacht habe. Oh Mann. Ja, wollte uns schon wieder vergiften, der Arsch. Hartnäckig, der Typ.
Wow. Ja, das war gar nichts. Hat ihn zumindest erstmal wieder runtergeholt. Lauf! Er ist doch so gut wie tot. Ich glaube, das war's. Wow. Wir haben ihn erlegt. Aber von Trophäe keine Spur. Ich glaube, ich hätte wirklich... Da haben wir die Säuredrüse. Und die Greifen-Trophäe. Ja, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch keine Schwalbe einsetzen dürfen. Schneller. Gut, dann zurück nach Krähenfels. Okay, das nächste Mal also auch keine Schwalbe. Und auch wahrscheinlich nichts zu essen oder so. Denke ich mir, sagen wir mal. Muss man halt ein bisschen besser aufpassen. Aber so wichtig ist mir die Trophäe jetzt auch nicht. Schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden. Die Kinder, mögen die Götter. Ich glaube, den Ort kennen wir. Weiter geht's. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, nix. Geralt, was machst du da? Das sind also Plötze. Immer schön auf dem Weg bleiben hier. So, ach, hier waren die Banditen, ne? Hier haben wir gerade die Banditen weggemetzelt. Da hängen noch einige. So ist's gut. Manchmal macht Plötze nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, aber okay. So, ja, da müssen wir noch hin. Wir sind vertrimmt worden, die Novigrader Huren. Geh doch mal auf den Weg. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Kann der überhaupt hin? Hey. Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Oh, mein Gott. Nee, du sollst ja einfach kommen. Pferd. Das Untier zu erschlagen? Nein, war ganz einfach. Ich war mal so saublau. Ich weiß gar nicht, welches Untier die überhaupt meint. Das hat ihr vorhin schon gefragt. Also sie meinte nicht den Greifen gerade. So. Langsamer. So, mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Oh. Eher grob.
Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Na, dann mal los. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Ja, natürlich. Was wird das? Aber erstmal möchte ich, genau, ich möchte wissen, was für ein Test wird. Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Oh. Ach, Mann. Er kann solchen Augen schon widerstehen. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. So, was soll ich jetzt machen? Das ist ja so eine hässliche Scheißrüstung. Aua. Oder andere. Das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Das arme Schwein. Diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Kann ich auf meinen Kopf zielen? Jetzt wollen wir daneben. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Du kannst doch bleiben. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Tja, so läuft das mit der Gleichberechtigung. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Auf keinen Fall. Niemals. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Oh. Okay, kein Schäferstündchen mehr. Okay, warte einen Tag, während Joanna die Rüstung schmiedet. Ich sehe, dass du ein reister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Am besten gar nicht. Mann.
So, jetzt aber, ja, wobei jetzt aber, nee, wir sind fertig, wir sind durch für die Folge. Wobei, komm, wir meditieren jetzt einfach, oder? Ich will die Rüstung haben. Meditation. Wir können leider keine 24 Stunden meditieren, oder? Es geht nicht. Also ich muss jetzt gleich mal nochmal eine Stunde extra meditieren. So, 2 Stunden wird reichen. So, jetzt haben wir unsere Rüstung. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Tja, eine Hexen... Eine Hexenjägerrüstung? Ich hab gedacht, wir kriegen eine Rüstung, die eines Hexers wert ist. Aber doch keine Hexenjägerrüstung. Die wir nicht tragen können, weil wir dazu Stufe 27 sein müssen. Das ist mal ganz knapp davor. Geil. Dann könnten wir sie tragen. Können wir sie uns trotzdem anschauen? Das geht doch, glaube ich, irgendwie, ne? Warte mal. Vorschau. Naja, also man kann die mal tragen, ne? Also, die ist auf jeden Fall deutlich besser als die Rüstung, die wir eben tragen. Also, wäre eine Maßnahme. Wäre eine Maßnahme. So. Jetzt sind wir aber für diese Folge durch. Dann geht's also erst in der nächsten Folge mit der Hauptquest weiter. Mit dem hässlichen Endline. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier übrigens der Baum, an dem sich der Baron, der blutige Baron, erhängt hat. Das sind alles immer noch Wachen des Barons hier. Und die wollen alle nicht mit uns reden. Langeweile? Überall nur Gesindel. Nun gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.